Hallo und herzlich willkommen zu meinem Bücherregal-Rundgang. Das ist ein Video, das steht auf der Liste. Es steht schon so lange auf der Liste, dass ich jetzt einfach das Bedürfnis habe, mal irgendwas von der Liste, also ich habe ja eine lange Themenliste, abzuarbeiten, ne? Und da gehöre ich jetzt halt eben dieses Bücherregal dazu. Und jetzt habe ich mir überlegt, da ja doch viele Bücher dabei sind, die ich nicht wirklich jemandem empfehlen kann, weil viel zu fachspezifisch, versuche ich mich bei denen wirklich sehr, 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 sehr kurz zu fassen. Auch wenn ich da kurz jeweils ein bisschen was zu sagen möchte. Manches können wir auch wirklich direkt überspringen. Und vielleicht noch kurz zur Erklärung, wenn da unten so ein Aufbepperle drauf ist, dann habe ich es nicht aus der Bibliothek geklaut, sondern beim Ausverkauf aus der Bibliothek gekauft. Ne? Also Bücher klauen, das mache ich selbstverständlich nicht. Okay, empfehlenswert ist die Geschichte des Waldes und ein Grundriss für Studium in Praxisforschgeschichte hier von Hasel und Schwarz und einmal hier vom Herrn Küster. Das sind die zwei wirklich guten Bücher, die man zur Waldgeschichte mal lesen kann. Es gibt noch ein drittes, das ist auch ein ähnliches Kompendium wie bei Hasel und Schwarz. Mir persönlich ist der Hasel und Schwarz lieber, aber das andere ist auch gut. Das andere ist auch wirklich, wirklich, wirklich auch gut. Das ist dann fast schon wurscht. Habe ich gerade vergessen, wie das heißt. Die sind auf jeden Fall also auch für Laien potenziell lesenswert, wenn sie sagen, besagten Laien sagen, oh ja, Forstgeschichte finde ich total interessant. Das Handbuch der natürlichen Waldgesellschaften Bayerns ist super, aber hilft jetzt hier niemandem weiter. Lehrbuch der Bodenkunde hilft auch niemandem weiter. Das ist auch ziemlich teuer. Das ist wieder so ein Komplettbuch, das Standardwerk zur Bodenkunde. Vielleicht das Standardwerk. Es gibt ein paar Bücher, die diesen Titel vielleicht schon betragen in Sachen Bodenkunde. Die forstliche Vegetationskunde, das ist ein Buch, das ich jedem, der in irgendeiner Form Forst, Ökologie oder ähnliches studiert oder zumindest irgendwas mit Wald zu tun hat und da wirklich beruflich in dem Bereich tätig ist, dem möchte ich das wirklich sehr ins Herz legen. Das ist ganz, 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 ganz hervorragend, weil es das große, große Gebiet der Vegetationskunde eben auf den Wald runterbricht. Und viele, viele, viele ökologische Grundlagen auch einfach anhand dem Beispiel der Pflanzen erklärt, dann versteht man es besser, wenn man erstmal mit nur einer Organismengruppe, nämlich Pflanzen, eben entsprechend anfängt. Und ein unverzichtbares Lehr- und Handbuch für Studierende der Forstwissenschaften, Forstwirtschaft, Standortkartierer, Forsteinrichter, Revier- und Forstamtsleiter, sowie alle, die mit Landnutzung, Landschaftsgestaltung beschäftigte Personen und halt eben Interessierte. Vieles von dem, was ich erzähle, steht da halt eben auch entsprechend drin. Das ist eins der häufigeren Bücher, wo ich mal theoretisch gerne mal reinschaue. Das meiste muss ich gar nicht mehr allzu viel nachschauen, aber wenn ich mal nachschaue, dann gerne mal da drin. Auch die Biologie der Bäume ist auf jeden Fall was Wichtiges. Das ist allerdings auch nur für Fachmenschen interessant, weil schon sehr komplex. Zum Teil ein bisschen schwierig zu lesen, man muss da viel biologisches Vorwissen mitbringen. Die Pflanzenernährung, dafür muss man viel chemisches Vorwissen mitbringen, würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Warum Bäume nicht in den Himmel wachsen, vom Herrn Bühlmann habe ich mal empfohlen, das muss ich nicht nochmal tun. Und ganz interessant ist dieses schöne alte Büchlein, Gebirgsflora in Farben. Das ist jetzt so eins dieser klassischen Otto-Normalverbraucher-Bestimmungsbücher, ne? Es gibt Bilder und wenn man dann eine Pflanze hat, dann muss man halt irgendwie so ein bisschen nach Blütenfarbe, die sind schon in gewisser Weise sortiert, und nach grobem Aussehen anhand der Bilder gucken, was könnte es sein, ne? Und wenn man dann das Ding gefunden hat mit dem Bild, dann guckt man da nochmal in den Text und liest man, ob es passen könnte, und dann ist es das vielleicht. Eine absolut sichere Bestimmung im wissenschaftlichen Maßstab ist damit nicht möglich. Für den Einsteiger sind solche Büchlein, eben zum Beispiel diese Gebirgsflora, allerdings ganz hervorragend geeignet. Die Borealis ist ein zusammenhängendes Sachbuch eben zu den nördlichen Wäldern der Welt. Ist auch vielleicht ohne Grundkenntnisse schwer zu lesen. Bisschen für mich ganz angenehm, aber ja, sicherlich auch nicht unbedingt, was man empfehlen möchte. Meteorologie, ja, für sehr Interessierte ist das auf jeden Fall auch das Standardwerk zum Thema Wetter für Anwender. Also wer sich dem Bereich weiterbilden möchte und auch ein bisschen in die Richtung was lernen möchte, wie mache ich mir meine eigene Wettervorhersage, mehr oder weniger, mit welchem Wetter hätte ich jetzt in diesem Landschaftstyp zu rechnen. Es ist auch so ein bisschen, ja, es ist auf jeden Fall lesenswert, wenn man sich intensiv mit dem Wetter beschäftigen möchte, sonst aber auch nicht. Also wäre jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung. Die forstliche Standortaufnahme braucht kein Mensch, der das halt eben nicht wirklich auch
weiß, dass er es braucht. Grundkurs Pflanzenbestimmung, da mache ich wirklich meine neuere Auflage. Habe ich euch schon mal was dazu erzählt? Waldwachstumsforschung, das könnt ihr auch ignorieren, das ist auch nur was für Fachleute. Das hier ist ein Nachschlagewerk zu sämtlichen Tieren, die es so gibt, deutschlandweit. Und zwar wirklich alle Tiere, die bekannt sind zum Stand dieses Buchs. Das ist auch schon wieder ein paar Jährchen alt. Braucht man heutzutage fast nicht mehr, weil es ja entsprechend jetzt Wikipedia gibt. Und wenn, dann habe ich es immer zum Nachschlagen nochmal benutzt oder mal gucken, was steht jetzt da drin und so weiter. Also an sich schon ein schönes Büchlein, aber es ist halt auch einfach aufgrund der Einfachkeit der Darstellung nicht mehr, naja, ganz aktuell. Da gibt es inzwischen Möglichkeiten, dass irgendwie, ja, gerade auch bei den Vögeln, das ein bisschen noch ein bisschen schöner darzustellen, vorsichtig ausgedrückt. Aber ich möchte mich nicht beschweren, ich habe dieses Büchlein sehr gern. Ich gucke da auch wirklich gerne mal rein, wenn ich dann irgendwie was zu irgendwelchen interessanten Tieren nachgucken möchte. So, das hier sind zwei Bestimmungsbücher für Pflanzen. Es gibt im Wesentlichen bei Pflanzenbestimmung gibt es drei Möglichkeiten. Entweder es gibt den Oberndorfer oder den Rotmaler oder den Fitschen, beziehungsweise Schmeilfitschen. Das hier ist nur die Gehölzflora vom Fitschen. Der Schmeilfitschen, der ist ein Universalbestimmungsbuch für sämtliche Pflanzen Deutschlands. Und ja, nee, Oberndorfer habe ich ja gesagt. Oberndorfer habe ich gesagt. Das sind so die drei gängigen Bestimmungsbücher wissenschaftlicher Art. Die haben gemeinsam, dass sie ziemlich kompliziert in der Anwendung sind, weil sie halt hier so aufgebaut sind, dass man da immer so Fragen beantwortet. Ich habe dazu aber auch schon mal ein kleines Video gemacht und sich dann Schritt für Schritt quasi vorarbeitet, dann eventuell ein paar Seiten weiterblättert und weiterliest und irgendwann kommt man dann mal zu der entsprechenden Art und wie ihr seht, seht ihr kaum, kaum Bilder. Das liegt daran, dass es halt kaum Bilder gibt. Die Bestimmung findet hier wirklich größtenteils textalisch statt. Am modernsten von den zur Verfügung stehenden Bestimmungsbüchern ist sicherlich der Schmeilfitschen, den ich hier jetzt halt nicht rumstehen habe, weil der zum Teil, soweit ich weiß, nagelt mich nicht fest, auch bebildert ist. Ne? Aber grundsätzlich, wenn ihr Bestimmung erstmal lernen wollt, dann besorgt euch den Grundkurs Pflanzenbestimmung von der Frau Lüder. Das ist dann definitiv der beste Dingericht zum Einsteigen oder den Grundkurs Gehölzbestimmung. Weiß nicht, von wem der ist, wer hingeschrieben hat, aber der ist dann auch auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Die Säugetiere Baden-Württembergs ist auch nochmal ein hervorragendes Buch, wenn man sich mit Säugetieren allgemein beschäftigen möchte. Band 1. Wenn man Aufsätze zu den einzelnen Säugetieren haben will, zu den einzelnen Arten, die in Baden-Württemberg vorkommen, das ist im Grunde ziemlich wurscht, ob man jetzt nicht in Baden-Württemberg wohnt, das ist trotzdem ein hervorragendes Buch, in dem halt eben alle größeren Säugetiere und auch kleineren Säugetiere eben aufgeführt werden, die auch in Baden-Württemberg vorkommen könnten zumindest. Sprich, der Luchs ist auch drin, obwohl der in Baden-Württemberg jetzt so gesehen nicht vorkommt. Allerdings, wie gesagt, im zweiten Band. Der erste Band ist Allgemeines, paar Hintergrundinformationen zur Säugetierforschung, zur Säugetierbestimmung, Schutzmaßnahmen, rechtliches, zum Teil auch ein bisschen Umweltrecht und vor allen Dingen die Fledermäuse. Das sind nämlich verflixt viele und die haben einen extra Schwerpunkt eben in dem Buch bekommen. So. Dann haben wir noch, ja, die erwähnte Gehölzflora. Waldbau ist für Laien uninteressant. Das Lexikon der Baum- und Straucharten ist zwar mittlerweile in älteren Auflagen sehr günstig zu haben, braucht man aber fast nicht mehr, seit es verlässliches Wikipedia gibt. Deswegen kann ich das auch nicht besten Gewissens nicht wirklich unbedingt weiterempfehlen. Nur für Fachleute ist es halt schon interessant. Das hier ist ein ganz altes Büchlein. Kerfe des Waldes. Kerfe ist alt und meint Insekten, ne? Und ich finde, damit arbeite ich, wenn ich mich mal im Bereich Insekten fortbilde, ne, dann arbeite ich wirklich sehr gerne mit diesem Ding. Einfach weil ich das so schön finde, hier mit diesen einzelnen Täfelchen zum Aufklappen. Und ja, es gibt einen Haufen Schmetterlinge, es gibt einen Haufen nicht mehr so attraktive Viecher, es gibt Fraßbilder und ich finde die Bilder vor allen Dingen immer sehr, sehr, sehr gut gemacht. Auch die entsprechenden Fraßbilder.
Bilder an den Blättern, an den Nadeln der entsprechenden Arten. Also wirklich sehr schön bebildert und dann noch einen schönen, fetten Textteil, auch mit einzelnen kleinen Aufsätzchen zu den entsprechenden Arten. Also ich persönlich, Bastkäfer, finde das Buch wirklich sehr schön, wenn man da noch irgendwie drankommt. Es ist natürlich alt. Es gibt natürlich auch moderne Bücher, die da gut sind. Aber ich arbeite teilweise gerade bei so Sachen, die bei denen es wurscht ist, ob das Buch schon etwas älter ist, arbeite ich gerne mit so alten Sachen. Habe ich für 2 Euro aus der Bibliothek gekauft, weil sie es nicht mehr gebraucht haben. Ne? Das ist auch wieder absolute Fachliteratur. Und hier muss ich gestehen, da muss ich auch selber noch einiges nachholen. Ne? Ich weiß da viel zu wenig drüber und das Buch habe ich mal geschenkt bekommen. Kosmos Praxiswissen Jagd, damit ich mich halt in dem Bereich weiterbilden kann. Und das werde ich sicherlich irgendwann auch mal tun. Ich habe noch ein zweites, na jetzt ist es da hinten, Buch zu Tierspuren. Das ist sicherlich auch ganz hervorragend. Macht jedenfalls einen sehr guten Eindruck. Hat hier erstmal so einen Haufen Viecher. Und es ist unterteilt in Fraßspuren, Fährten und Fußspuren und so weiter und so weiter. Also wirklich auch ein sicherlich ganz tolles Buch. Aber noch kann ich es nicht empfehlen, weil ich noch zu wenig mit gearbeitet habe. Da muss ich mich wirklich nochmal irgendwann intensiv mit auseinandersetzen. Das hier ist eine Rarität der Braun Blanquet, der hat nämlich die Pflanzensoziologie erfunden und das ist eben sein entsprechendes Lehrbuch und da ist mein Großvater in die Lehre gegangen sozusagen beim Herrn Braun Blanquet und das ist für Laien auch wieder vollkommen uninteressant und nur was für Leute, die es halt toll finden. So, kommen wir zu der vielleicht etwas interessanteren Literatur für euch. Hier jetzt noch nicht. Ne? Einführung in R, das ist eine Statistiksoftware, vorsichtig ausgedrückt, ganz was Abgehobenes. Der Farbatlas Waldschäden, der ist gut, wenn man sich mal noch so ein paar Schäden im Wald angucken möchte, aber die Kerfe des Waldes, die wir da oben hatten, die sind halt auch ganz gut. Beides in Kombination ist sicherlich ganz hilfreich, weil hier sind halt vor allen Dingen auch noch Pilze aufgeführt und sonstige biologische Ursachen, die theoretisch bei Baumkrankheiten auftreten können und alles mit schönen Bildern versehen. Gutes Buch, gibt es auch für ganz wenig Geld immer mal wieder im Ausverkauf. Flechten, wer sich dafür interessiert, auch ein Bestimmungsbuch. Ah, hier, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Generell kann ich alle Bücher vom Herrn Reichholf empfehlen. Immer sehr kontrovers, immer sehr gegen den Mainstream gerichtet, die Theorien, die der Herr Reichholf da so äußert, wenn man den Klappentext lesen will, das ist er. Das Ding ist schon älter. Ich persönlich gucke da immer ganz gerne rein, weil er da so ein paar super provokante Sachen hat, die ich gerne mal irgendwann in einem Video verwurschteln möchte. Ich habe sie auch mal schon mal irgendwo angeschnitten, aber jetzt nie explizit so richtig verwurschtelt. Die Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, ja, das braucht man auch für Studium. Mathematik für Naturwissenschaftler für Dummies, daran kann man erkennen, dass ich da meine Schwierigkeiten hatte. Organische Chemie für Dummies, daran kann man erkennen, dass ich da meine Schwierigkeiten hatte. Ich habe es am Ende dann schon kapiert, also die organische Chemie, die Mathe nicht. Also das Mathe oder was auch immer. Nee, also Mathe bin ich nicht besonders gut drin. Organisation von Forstbetrieben braucht auch niemanden interessieren. Das Buch ist ganz witzig. Habe ich mir mal auf Anraten von einem Kurs, den ich mal gemacht habe, zugelegt. Da geht es um Memoriertechniken, also wie man sich bestimmte Dinge besser merken kann. Und was ich zumindest jetzt noch behalten habe, ist, wie man sich langstellige Zahlen wunderbar einprägen kann, indem man sich halt so eine kleine Geschichte zurechtlegt und sich dann die Geschichte merkt und die Geschichte quasi rückwirkend für die entsprechende Zahl steht. Das ist sehr interessant, wer sich einfach für sowas interessiert, dem kann ich das sicherlich auch empfehlen. Rede im Studium. Ja, wenn ich reden kann, kann das mal lesen. Ich habe es gelesen, ich habe es wieder ignoriert. Dann habe ich hier, das ist auch wieder nur aus historischen Gründen, das ist eine uralte mathematische Formelsammlung. Ja, warum ich ausgerechnet eine mathematische Formelsammlung behalte. Aber falls man mal zum Beispiel vergessen hat, wie man schriftlich dividiert, hier steht es drin. Ich habe vergessen, wie man schriftlich dividiert. Dann ein Mann, ein Buch.
Das ist persönlich auch einfach so ein Jux-Büchlein mehr oder weniger. Da stehen so Dinge drin, die ein Mann können muss. War mal in der Presse entsprechend hochgelobt und es ist einfach witzig. Zum Beispiel der Mann und die Frau, ja. Der Mann und die Kultur, der alte Mann, der gepflegte Mann, Nasen- und Ohrhaare entfernen, einen Anzug tragen, ein Hemd tragen, eine Krawatte binden, der Mann und die Natur, einen Salat aus Brennnesseln machen, eine Wasserader finden, sich einen Hund zum Freund machen. Also es sind teilweise wirklich witzige Sachen da drin. Auch eine Boeing 747 landen ist irgendwo der Mann in der Gesellschaft. Sich im Gefängnis verhalten war drin, weiß ich noch. Ins Bordell gehen steht auch drin. Viele von uns wissen ja erstmal per se nicht, wie das so ganz funktioniert, ne? Inklusive mir. Also wirklich, vielleicht wenn man mal was Lustiges lesen will und Spaß an klischeehaft sich mit den Geschlechtern auseinandersetzen hat, dann ist das auf jeden Fall sehr lesenswert. Ich habe da sehr viel Spaß dran. Orientierung mit Karte, Kompass und GPS, da gibt es inzwischen wahrscheinlich aktueller, das ist schon ziemlich alt. Ach so, das kann ich ja nicht mal woanders den packen, das gehört nicht in mein wichtige Sachen Regal. Ach, die allgemeine und anorganische Chemie hier unten, das ist ein Wälzer für sehr viel Geld und da steht alles drin, was man noch nie über Chemie wissen wollte, aber sollte ich es mal nachschlagen wollen, dann kann ich das hiermit tun. Sehr lesenswert ist sicherlich das Medizin-Survival-Büchlein von Rüdiger Nehberg. Das ist alles hoch umstritten, was er da schreibt, aber er geht ja auch von Situationen aus, in denen man wirklich überhaupt keine Hilfe irgendwie sonst kriegen kann. Bevor es jetzt das Medizin-Survival-Buch vom Johannes Vogel gegeben hat, war das eigentlich das Einzige, was man in dem Bereich gefunden hat, was da einigermaßen lesenswert gewesen ist, meiner Meinung nach. Ja. Das vom Vogel muss ich dringend noch lesen. Das steht auf der To-Read-Liste. Nach dem, was ich bisher so gehört habe, ist das sicherlich ganz auch hervorragend. Aber am besten liest man vielleicht beide, ne? Das Medizin-Survival vom Nehberg und eben das Ding vom Vogel. Uraltes, klassisches Survival-Büchlein. Der Lapp, ne? Volker Lapp. Wie helfe ich mir draußen tun? Expeditionsratgeber. Ist ganz lustig. Muss man vielleicht nicht unbedingt. Hingegen ein absolutes Must-Read meiner Meinung nach sind diese beiden Dinger hier. Davon gibt es eine Neuauflage inzwischen. Das heißt irgendwie jetzt ein bisschen anders. Ich glaube, Überleben ums Verrecken. Ich bin mir nicht sicher. Rüdiger Nehberg, ne? Nochmal. Also der erste, der überhaupt Survival in Deutschland bekannt gemacht hat und der Abenteuer vom Stapel gelassen hat, die suchen ihresgleichen. Da kann ein Bear Grylls völlig abstinken mit seiner Sicherheitsmannschaft da im Hintergrund, die da entsprechend rumrennt. Ich meine, der Mann ist fit, der Bear Grylls, alles kein Thema, aber hier gab es halt keine Sicherheitsmannschaft und es ist haarsträubend, was da zum Teil alles passiert ist. Und der vor allen Dingen der Humor vom Nehberg, der schwarze Humor. Das, da ist er, der Herr Nehberg. Das ist so großartig, das liest sich auch so flott und locker. Wie gesagt, vieles ist auch nicht mehr ganz aktuell. Der Mann ist nicht mehr der Jüngste, ne? Auch aus dem rechtlichen Standpunkt her hat sich das eine oder andere ein bisschen verändert. Aber es ist einfach unglaublich unterhaltsam zu lesen und man kann unglaublich viel lernen. Auch beim Survival-Lexikon. Von, ich glaube, Abseilen bis Zyankani ist alles drin. Nee, von Aal bis eine Abtreibung, ja. Aale, na, wusste ich's doch. Und ganz am Schluss gucken wir nochmal nach. Yeti. Na, das ist schon ernst zu nehmen, aber teilweise hat er halt auch so kleine Gags drin. Ich finde das großartig. Also dieses Buch, wenn ihr irgendwas von dem Kram, den ich euch jetzt erzählt habe, kaufen wollt, dann kauft euch als erstes mal Rüdiger Nehberg einen Lebenslauf. Ja. Zwangszwiebel, Zwille, Zyankali. Bitteschön, dachte ich's doch. Zyankali war doch das letzte. Zopf. Zunder, Zunderschwamm. Das war ein würdiges Schlusswort. Zyankali, jo. Also das nur mal so als kleines Beispiel für eben den Nehbergschen Humor. Meine beiden Lieblings-Nehberg-Zitate, die ich gerne mal in verschiedenen Videos einbaue, stammen auch aus dem Buch, nämlich: Wer Würmer hat, ist nie allein und mit Eiter geht es heiter weiter.
Deswegen sollte man dann vielleicht als zweites Buch, was man unbedingt aus diesem Regal sich zulegen könnte, mal unbedingt die Autobiografie vom Neberg gelesen haben. Unglaublich spannend. Mitunter, naja, der Typ ist halt einfach nicht unbedingt ein nützliches Glied der Gesellschaft oder ein angepasstes Glied der Gesellschaft. Er ist halt ein sehr, sehr spezieller Typ, der Neberg. Man muss ihn auch mögen, man muss mit seinem Humor klarkommen, aber, also für mich persönlich, sofern ich im Outdoor-Bereich irgendein Idol habe, dann ist es sicherlich in vielen Bereichen der Neberg, und teilweise ist es einfach zum Haare raufen, zum Kopfschütteln, zum Uah, nicht wirklich, oder? Und vor allen Dingen gnadenlos ehrlich geschrieben, halt auch dann, wenn es eben weh tut. Es gibt vom Neberg auch einen ganzen Haufen Bücher von seinen einzelnen Abenteuern. Das hier ist ein sehr schönes. Ich habe noch mehr irgendwo rumstehen, ich finde sie zurzeit nur leider nicht. Jedes davon sicherlich sehr lesenswert. Außerdem dient es immer auch einem guten Zweck, weil er inzwischen immer noch, auch wenn er wirklich nicht mehr der Jüngste ist, sich für mit der, ja, mit der Firma ist das falsche Wort, Organisation Target, macht er sich stark gegen die weibliche Genitalverstümmelung in entsprechenden Ländern, in denen das leider immer noch betrieben wird, und hat mehrere Bundesverdienstkreuze. Das übrigens nur auch mal so als kleine Anmerkung, ob das denn Sinn macht, was der Mann so tut. Und alles, was man bei ihm kauft an Büchern, da landet auch immer ein gewisser Teil vom Umsatz eben entsprechend direkt in dieser Stiftung, ist also auch immer für einen guten Zweck. Und man kann sich das auch jeweils in den aktuelleren Büchern, steht es überall hinten drin, was sie da genau machen und so weiter, da kann man sich dann wunderbar schlau machen. Ist also wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Sache. Auch die Biografie geht halt wirklich entsprechend auch drauf ein, auf das Thema, und sehr lesenswert, sehr lesenswert. Mehr kann ich da gar nicht groß zu sagen. Dann habe ich vom guten Tactical dem sein Buch, falls du das siehst, herzliche Grüße. Ich finde das prima. Also ich finde das prima, wirklich. Habe ich immer schon das ein oder andere auch nochmal nachgeschlagen dann hinterher. Auch schön, kleine Schnitzereien, und zwar immer aus einem Ast. Man sieht hier diverse Äste, also das sind nur Schnitzprojekte, die man wirklich quasi so nebenher aus einem kleinen Ästchen, was man sich irgendwo vom nächsten Busch abschneidet, also wirklich nur ein ganz kleines Ästchen, kann auch mal getrocknetes sein und so weiter und so fort, so ganz kleine Schnitzprojekte. Schauen wir mal vielleicht noch auf die Rückseite. Ja, hier kann man ein paar Beispiele sehen. Macht total Spaß, das mal ein bisschen zu probieren. Meistens klatscht bei mir nicht hundertprozentig so, wie das sein sollte. Das Buch ist neu, das habe ich mir erst vor kurzem zugelegt, und das werde ich jetzt dann ausprobieren in der nächsten Zeit, weil ich erstmal Pflanzen gebraucht habe. Im Winter war es schwierig, um halt eben nochmal bei den, insbesondere auch bei den krautigen Pflanzen, das sind jetzt nicht nur Bäume, auch wenn jetzt nur Bäume abgebildet sind, einfach mal zu schauen. Ja, wie kann man denn die denn bestimmen, wenn die mal nicht blühen? Weil die meisten Bestimmungsbücher eben von blühenden Pflanzen ausgehen und die Blüte ein zentraler Bestandteil der Bestimmung ist. Mein Lieblingsvogelbuch immer noch seit vielen Jahren, ich habe das bestimmt schon 17, 18 Jahre im Einsatz, die Vögel Europas, Kosmos Naturführer. Bei Vögeln bin ich halt wirklich auch nicht so sehr in der Materie drin, dass ich da mit einem wissenschaftlichen Bestimmungsbuch arbeiten möchte. Da habe ich dann gern das. Vielleicht kann es auch ein Nachteil sein, dass das hier die Vögel Europas sind. Ne? Wenn man nämlich jetzt in Deutschland unterwegs ist, wäre es eigentlich hilfreich, sich noch zusätzlich ein Büchlein zuzulegen, die Vögel Deutschlands, beziehungsweise Zugvögel, die halt theoretisch mal vorbeikommen. Man braucht nämlich deutlich länger, das ist auch hier wieder Suche per Bild, dass du halt guckst, okay, es ist ein Greifvogel, okay, es ist eine Ente und so weiter, und dann hast du halt die Bilder, dann musst du schauen, was passt einigermaßen, dann hast du natürlich auch noch Texte dazu. Die Abbildungen sind hervorragend, also wirklich wunderschön. Gezeichnete Abbildungen sind mir auch lieber, weil die immer dem Idealtypus entsprechen und nicht dem jeweiligen Individuum, das man gerade draußen trifft, das eventuell gar nicht wie der Idealtypus aussieht. Also, naja, jedenfalls, dadurch, dass es die Vögel Europas sind, sind halt auch viele Arten dabei, die man in Deutschland gar nicht braucht. Und man muss halt deshalb länger suchen, weil halt auch der griechische Syrtaki-Geier, was weiß ich, entsprechend hier drin steht, den man aber halt so nicht braucht. So, dann ist zum Thema Jagd eins der interessanten Bücher, die man da lesen kann. Oh, hat so viel Cover. Tatort Wald ist ein jagdkritisches Büchlein. Der setzt sich, der Autor, sehr, 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 sehr kritisch eben mit der Thematik des Jagens auseinander. Ist quasi ein Buch, das sehr in die Schiene
von wir müssen mehr Wild schießen quasi reinschlägt und wir brauchen weniger Trophäenjagd und grundsätzlich viel Jagdreform. Vieles, was da drin steht, sehe ich so ähnlich. Manches ist mir viel zu radikal. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert und ein sehr spannendes Büchlein. Also vielleicht, wenn man mal wirklich zum Thema Jagd ein Krimi sozusagen sucht und damit umgehen kann, dass das halt eben eine Meinung ist, die da vertreten wird. Eine ziemlich extrem. Das ist nicht differenziert. Das ist eine Ansicht, die da drin ist. Und wer da völlig anderer Meinung ist, der hat wahrscheinlich keinen Spaß an diesem Buch, sondern regt sich die ganze Zeit nur auf. Das muss man halt eben entsprechend wissen. Also die Fähigkeit zur differenzierten Betrachtungsweise ist dringend erforderlich. So, dann haben wir hier vom Johannes Vogel, ne? Outdoor Survival mit dem Messer muss man auch unbedingt gelesen haben. Das habt ihr wahrscheinlich sowieso schon alle. Ich habe es auch mal irgendwann mal reviewed. Waldgräser ist das zweite Projekt, was ich aktuell für dieses Frühjahr mir vorgenommen habe. Ich kenne viel zu wenig Waldgräser und habe mir jetzt diesbezüglich ein sehr schönes Bestimmungsbüchlein, auch nicht mehr die alleraktuellste Auflage, glaube ich, aber dafür war es günstig zu haben, entsprechend zugelegt und freue mich schon richtig auf die Arbeit mit diesem Buch. Hervorragende Fotos, großartig geschrieben, was ich bisher so reingeschaut habe. Das macht bestimmt enorm viel Spaß, ist aber auch wieder nichts für jeden. Ne? Das ist nur was für mich. So, und dann kommt hier der verschiedene Ausflugsliteratur, Burgenführer Oberrhein. Ich habe immer mit meinem Vater jede Menge Burgen besichtigt früher. Was ist das? Ah, stimmt, die Hochburg bei Emmendingen. Das habe ich mir neulich selber gekauft, weil ich da ja nochmal ein kleines Video irgendwann mal zu machen möchte. Das große Laufbuch ist noch aus der Zeit, als ich noch sportlich war. ein Schatz ist meiner Meinung nach dieses Büchlein. Das ist das eine Buch, was es zur Geschichte der Wehrgeschichte der Hornisgrinde, also das ist unser höchster Berg vom Nordschwarzwald, das eine Buch, was es zu deren seiner Wehrgeschichte und generell zu einfach der Geschichte der Hornisgrinde überhaupt gibt. Dafür ist es ziemlich teuer, obwohl es relativ dünn ist, aber das ist ja immer so mit Spezialliteratur, das ist es mir auch wert. Ich bereue mir nicht, das Ding gekauft zu haben, es sind tolle Fotos drin und tolle Anekdoten und generell einfach ein sehr schönes Buch, wenn man eine gewisse Beziehung zu dem Berg hat, sonst braucht man das selbstverständlich nicht. So, dann die Schwarzwald-Hochstraße ist auch wieder sowas, das ist das einzige Buch in diese Richtung, das es gibt, es kostet ein bisschen Geld, aber hat viele tolle Geschichten und Geschichte zur Schwarzwald-Hochstraße entsprechend zu bieten und ist auf jeden Fall wahnsinnig lesenswert, wenn man sich da für historische Hintergründe interessiert und aus der Region kommt. Sonst muss das natürlich auch nicht sein, klar. Relativ bekannt sind diese gelben Büchlein. Ich habe manche sogar doppelt, weil ich da aktuellere Auflagen mir zugelegt habe. Und ich habe auch noch ein paar mehr von denen. Grundsätzlich kann man unterscheiden in Tourenbüchlein, ne, wie hier den Nordkalottläden, wie auch immer man den korrekt ausspricht, Hardanger Widder. Und dann gibt es auch ein paar technische Bücher zu den entsprechenden Outdoor-Bereichen. Das ist natürlich entsprechend veraltet inzwischen. Aber so grundsätzliche Sachen, die da drin stehen. Ich fand auch sehr motivierend hier das Solo-Trekking-Büchlein, wo du auch einfach Motivation bekommst. Weshalb solltest du überhaupt zum Geier eigentlich mal eine Solo-Tour machen? Das ist doch völlig, völlig asozial. für viele, die Solo-Touren machen, stellt sich die Frage eigentlich gar nicht. Aber trotzdem fand ich das sehr schön zu lesen. Nur mal so ein paar Beispiele. Die sind immer qualitativ mindestens in Ordnung. Oft sehr gut, meistens gut, würde ich sagen. So irgendwas um den Dreh. So, wir sind im unteren Dingens angekommen, das heißt, es geht nicht mehr allzu lange. Grundwissen Jägerprüfung, die alten Auflagen sind auch wieder für wenig Geld entsprechend teilweise zu haben. Ich habe meins auch wieder aus der Bib mitgehen lassen. Ist sehr lesenswert, gerade wenn man sich mit dem Thema Jagd ein bisschen beschäftigen möchte. Wenn man einen Jagdschein machen will, dann ist das definitiv eins der Bücher, die da sehr hilfreich sind, weil es geht da ja quasi drum, dass das Wissen ist für Leute, die den Jagdschein machen wollen. Tut mal mit der Bildqualität, es wird jetzt langsam etwas duster. Moment, ich guck mal, ob ich Licht habe. Ich habe Licht. Fast schon ein bisschen viel Licht. Gut, dann habe ich da nochmal einen Reichholz, die Zukunft der Arten. Das ist interessant, gut zu wissen, dass ich den auch mal wieder zweimal habe. Das stand noch. Das Problem ist, manchmal hat sich mein Vater ein Buch gekauft und ich auch. Und dann hinterher habe ich irgendwann festgestellt, toll, jetzt haben wir es zweimal. Wir sammeln Pilze, ist ein uraltes Pilzbuch. Aber einfach schön, mit tollen Abbildungen. Und bei Pilzbüchern ist es wirklich Wurst, wie alt die sind. Das ist noch alles aktuell. Offensichtlich habe ich das Flechtenbuch auch zweimal, stelle ich gerade fest.
Naja, Holz ist ein sehr altes, generelles Büchlein zu Holz. Ist eigentlich schon fast zu alt. Habe ich deswegen behalten, weil historisch interessant. Das große Pfadfinderbuch stammt noch aus meiner Pfadfinderzeit. Die war nicht sehr lang. Ich hatte dann Schwierigkeiten mit der Gruppe. Ich war da einfach noch zu jung, um mich groß in eine Gruppe zu integrieren. Die ersten 2 Jahre waren super und deswegen habe ich mir dieses Büchlein dann zugelegt. Das ist so eine Mischung aus allgemeinem Pfadfinderwissen, also so traditionellen Kram. Hintergrundwissen zur eben Pfadfinderschaft St. Georg und so ein paar technische Sachen, was man draußen so anstellen kann, so Orientierung mit Karte, Kompass und so weiter, ist also im Prinzip halb Survival-Buch, halb ja, entsprechende Abhandlung. Survival Alpin war man der Meinung, mir mal schenken zu müssen, als ich mal gemeint habe, ich gehe in die Alpen. habe es ein bisschen überflogen. Es überzeugt mich nicht wirklich. Es ist zu viel Offensichtliches drin, meiner Meinung nach. Aber vielleicht sollte ich es auch noch mal in Ruhe lesen. So, und dann hat sie noch so ein paar Sachen, die ich mal geschenkt bekommen. Und da ich Geschenke immer wertschätze und es teilweise Sachen sind, die von Personen, die mal wichtig waren, geschenkt wurden, meistens Frauen, habe ich sie halt hier entsprechend noch stehen. Müssen wir nicht weiter darauf eingehen. Schwarzwald-Westweg ist ein altes Büchlein zum Westweg. Wer jetzt wissen will, ob ich den mal irgendwann zu Ende laufe oder zumindest zu Ende filme, ja, mache ich auch mal irgendwann, aber oh Jesus, Projekte, Projekte, Projekte. Garantiert erfolgreich lernen, ja gut, das war noch aus Studiumszeichen. Dann, was war das? Ja, das war auch wieder Handbuch für echte Männer. Ne, da stehen dann auch wieder so bescheuerte Tipps, wie man unglaublich männliche Dinge vollbringt. Stehen da entsprechend drin, ist nicht ernst zu nehmen. Ich fand es halt witzig. Almen und Hütten in den Bayerischen Alpen, das ist für Tageswanderungen sehr interessant. Ja, das Ding habe ich auch mal gelesen. Dann Schadbilder und Krankheitsverlauf, so stirbt der Wald. Das ist ein historisches Büchlein zum Waldsterben. Was ist los mit unserem Wald? Auch ein historisches Büchlein zum Wald. Sterben und Taschenlexikon Umwelt, auch, das ist alles so ein älteres Zeug, was halt interessant ist. Münchner Hausberge, das war saumäßig interessant, wenn man halt eben Tagesausflüge in die Alpen hat machen wollen, was ich halt früher hin und wieder mal getan habe. Auch mal ganz interessant, von dem Mensch habe ich noch nichts erzählt. Der Andreas Kieling, ne? Der schreibt ja auch Bücher und macht entsprechende Tierdokumentationen. Sehr schöne Bilder, hervorragender Filmer, hervorragender Fotograf. Mit manchen bin ich nicht ganz so einverstanden, ist im Prinzip ein Kollege, auch gelernter Förster, aber nicht als Förster tätig. Deswegen habe ich gedacht, dem muss ich jetzt auf jeden Fall mal ein Büchlein von ihm lesen, weil ich sein Schicksal gut nachvollziehen kann. So, der Kosmos Klimaknigge. Ja, dann habe ich hier noch so, das ist Reiseliteratur. Diese Reklambüchlein, ne? Wer kennt sie nicht? Die sind halt einfach gut zum unterwegs mal mitnehmen. Ich habe festgestellt, vom Forrest Gump in Englisch lesen, das ist echt schon relativ heftig. Das ist echt schwierig. Da muss man schon gut Englisch können. Die Ilias habe ich mal reingezogen. Auch ganz interessant. Hier der Midsummer Night's Dream von Shakespeare. Goethe Faust 2. Faust 1 habe ich irgendwie nicht mehr. Wobei ich sagen muss, Faust 1, Faust 2 ist schon, das ist schon abgefahren. Faust 1 ist noch etwas leichter zu verstehen. Das ist auch wieder ein Geschenk gewesen. Und hier Ausflugsziel im südlichen Baden-Württemberg. Auch wieder ein altes Büchlein. Die Wanderliteratur vielleicht schlechthin, oder zumindest jeder, der auch nochmal ansatzweise drüber nachgedacht hat, auf dem Jakobsweg unterwegs zu sein, hat mal vom Harpe Kerkeling, so heißt er. Ich kann ihn immer nicht richtig aussprechen. Ich bin da mal weg, sollte man auf jeden Fall gelesen haben, wenn man so ein ganz kleines bisschen Esoterik ist zu viel gesagt, aber ja, Zwischenmenschlichen vielleicht entsprechend interessiert ist. Ein sehr schönes Buch für Einsteiger in, sage ich mal, allgemeine Landschaftskunde ist dieses Büchlein hier, ne? Landschaften lesen. Da hast du einfach viele, viele, viele Beispiele für kuriose Landschaftsbilder und halt eben deren Bedeutung. Man kann sich das auch viel ausführlicher und viel umständlicher aus anderen Büchern dann zusammensammeln, aber das ist auf jeden Fall eine super Einführung in dem Bereich, kann ich auch empfehlen. Einheimische Laubgehölze im Winter bestimmen ist das Büchlein, das ist auch wieder vielleicht eher was für den Fortgeschrittenen. Und dann haben wir noch
von rechts allgemeine BWL. Wollte ich auch mal ein Buch zu haben. Ist eine alte Auflage aus der Bibliothek für wenig Geld. Normalerweise ist so ein dicker Schinken, kostet bestimmt 70, 80 Euro. Dann die Vegetation Mitteleuropa mit den Alpen vom Herrn Ellenberg. Da habe ich sogar verschiedene von ererbt. Auch wieder Spezialliteratur. Biodiversität und nachhaltige Forstwirtschaft, Spezialliteratur. Das TUM-Handbuch für Ihre Karriere. Hm, vielleicht hilft's doch. Vielleicht ist es noch nicht hoffnungslos. Offiziell war das eigentlich nicht so gedacht, dass jeder Student so eins bekommt, sondern dass man die bei verschiedenen Stellen einsehen kann. Ich war wichtig genug, um mein eigenes zu haben. Taschenatlas der Ernährung, wollte ich auch mal immer reingucken, gab es auch billig. Und das hier ist jetzt noch so ein kleines Kleinod und dann sind wir auch durch. Das ist nämlich ein altes Erdkundebuch. Muss ich das Licht kurz weglegen. Vaterländliche Erdkunde, ne? Von 1897. Man darf also getrost behaupten, vaterländlich ist in diesem Fall jetzt nicht mit Nazi-Ideologie durchzogen. Und wer feststellt, ist das etwa in Süderlin geschrieben? Ja, das ist in Süderlin, ne? Also, ich persönlich schmöker da einfach mal ganz gerne drin. Das ist total schön, auch strukturiert, aufgebaut zu verschiedenen deutschen Landschaften. Gibt's da halt eben, naja, etwas veraltete Informationen drin. Ne? Selbst die Bundesrepublik gab es da ja noch nicht zu der Zeit. Aber trotzdem, gerade deswegen, irgendwie schön zu lesen. Ja, und das ist dann halt eher eben nochmal mein trauriger Versuch der Gesamtansicht. Ich habe dann natürlich auch noch diverse Romane. Da oben sind noch ein paar DVDs. Ja, ein Teddybär. Also was weiß ich, was hier noch alles rumsteht. Ich habe noch viele andere Bücherregale. Das interessiert aber jetzt keinen mehr. Die vielleicht interessante vorzeigbare Literatur ist halt die hier jetzt mehr oder weniger gewesen. Und natürlich noch vieles Spannende, was ich im Keller habe. Klar, aber ja. Das war jedenfalls das Bücherregal, das einigermaßen vorzeigbar ist. Wahrscheinlich stinklangweiliges Video, aber ich sollte das ja unbedingt mal machen und ist halt Spezialcontent. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal.